Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. Ja, jetzt mit einem neuen Mikro, dem Shure SM7B, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Genau, muss jetzt hinten nochmal auf die Verpackung schauen. Ihr habt ja in der letzten Folge gesehen, dass wir einen Crewwechsel bei unserer Manustation hatten. Das ist aufgrund dessen, dass ich eigentlich das Musikvideo machen wollte, um die Story rum, wie wir unsere Satelliten in den Orbit von Duna bringen. Aber ich dann darauf hingewiesen wurde von dem Spiel, dass in Kürze unsere Kerbals in der Moon Station aufgrund von Verstrahlung sterben würden. Ja, das war jetzt nicht unbedingt mein Ziel. Und deswegen habe ich gesagt, ich baue schnell eine Rakete. Das war die Not-SOS, glaube ich, habe ich sie genannt. Sehr intuitiver Name mal wieder. Und hab sie dann halt nach oben geschickt, ne? Und das habe ich gedacht, mach ich in einem coolen Musikvideo. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Musikvideo fandet, weil ich feiere es immer noch mega. Und es ist absolut eines meiner, ich würde mal sagen, Meisterwerke bis jetzt gewesen. Also ich habe mich viel mit dem Kameramod dann beschäftigt und alles. Und ich bin echt happy, wie es rausgekommen ist. Ja, und hier haben wir unseren Duna-Lieferer schon stehen. Ich habe ihn vorhin schon mal versucht aufzunehmen, aber dann war es in Zeit. Ja. Und mit dem Duna-Lieferer fliegen wir... Ist ja gut da hinten. Die gehen schon wieder ab wie Sau. Fliegen wir heute Richtung Duna, beziehungsweise diese Woche. Ich glaube nicht, dass wir das in einer Folge schaffen werden. Wir müssen also diese ganze Rakete, und ich hoffe, sie reicht. 1400, 2000 macht 3500 circa. 3500, da haben wir noch eine 1080er Stage. Und dann haben wir oben noch eine 1798er Stage. Wir müssen, also was ich schauen würde gerne, ist, dass wir einen Moon-Encounter haben, der uns rausschleudert. Ob das funktioniert? Keine Ahnung, aber wir probieren es auf jeden Fall gleich mal. So, bedeutet, ich würde sagen, wir starten das tolle Ding hier. Ist ja echt eine relativ coole Rakete, wenn man sich so anschaut. Es hat ja auch was bei mir über den Kopf geändert, deswegen seht ihr jetzt auch, dass ich zwei Kopfhörer auf habe. Bei mir läuft das jetzt alles über mein Audio-Interface. Ist ja gut. Deswegen höre ich jetzt sozusagen mich selber sprechen und das Spiel und kann mich sozusagen so ein bisschen selber regulieren und muss nicht unbedingt ein Ohrhörer offen haben. Was natürlich problematisch bei Kerbal Space Program sein könnte, wenn die Rakete in die Luft geht und mir meine Trommelfelder platzen. Das werden wir jetzt aber dann gleich mal sehen. So. 3, 2, 1, Liftoff. Scheiße, ist das Teil laut. Boah. Ich werde es euch wahrscheinlich wieder runtergedreht haben, aber holla die Wald, wie das Ding ballert. Ha, angenehmer. Puh. Ich gehe mal ganz nah ran, mir wird alles platzen. Holy shit, ist das Ding laut. Alter Verwalter, das Ding ballert rein. Und wenn wir nicht ihr, haben wir sogar hier bei der Rakete dasselbe System verbaut, wie bei der Not-SOS, also dem vom Musikvideo. Bedeutet auch wieder unten diese kleinen Booster und oben die ein bisschen schwächeren Booster ganz oben. Das System ist relativ cool. Also mir taugt es auf jeden Fall, weil die Rakete echt gut fliegt. Und das ist eher das Erstaunliche dran. Und ich habe mit dem in meinem Testspiel auch ein bisschen rumgespastelt. Und das funktioniert echt gut. Ich habe das für einen Lander gebaut. Ich habe das System von der FRB, nee, BFR, Big Fucking Rockets genommen, was veröffentlicht wurde, wo die eine Stage... ist die an? Nee, ist, Alter! Und ja, da haben sie ja auch sozusagen... Oh, nein, 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 nein. SOS, Abschaltung, fuck. Wieso war das wieder klar, dass mir das sowas passiert? Retrograde drehen. Haben wir irgendwas an der Stage? Nee, wir haben hier nur ein Haupt... Wir haben nur ein großes Teil hier, scheiße. Okay, ich versuche mich jetzt positiv zu drehen. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich weiß noch nicht genau, was wir mit dem machen. Wir schicken das jetzt mal in den Orbit
Und dann können wir das notfalls als Relay-System bei uns im System nehmen, weil wir werden, glaube ich, nicht mehr genug Kraft in der Rakete selber haben, dass sie es Richtung Duna schafft. Ich glaube es halt. Bin mir nicht sicher, aber ich vermute stark, weil wir haben nur noch, ja, an die 5000, ne, mehr. Doch, an die 5000 MS. Und ich glaube nicht, dass das zum Descent nach Duna reicht. Bleib mal da, wo du hingehörst, du dreckige Rakete, du. Hallo, zurück auf deinen Posten. Was macht die denn? Ich hab dich nicht auf Autoarbeiten gestellt, mein Freund. Also mit der können wir es eindeutig vergessen. Sowas, was macht die denn? Backt die? Also wir haben gerade auch mal 300 MS, das ist echt peinlich. Weißt du was? Nee, das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn jetzt wirklich, dass ich diese Mission weitermache. Zurück zum Start. Was zur Hölle ist da gerade abgegangen? Das dürfte eigentlich nicht passieren, wenn ich mich nicht... Oh, warte mal, fuck. Oh, warum gehst du über? Also irgendein Craftbeer und das geht irgendwie gerade sehr stark auf. Fragt mich nicht wieso. Ich trinke noch mal ein bisschen was. Der kommt schon wieder hoch, ich glaub's nicht. Ein ganz, ganz komisches Bier. So, nochmal Start von vorne. 3, 2, 1, let's go. Die Rakete könnte aber auch nicht lauter sein, ne? Also, zu aller Ehren besten, aber die ist echt laut. Und ich schaue jetzt dort auf mein Bier, ob das eh nicht schon wieder übergeht. Warum musste ich das auch vorm Aufnehmen aufmachen? Aber so seht ihr, so schnell kann sich aus einer kurzen Start etwas in einen langen Start verwandeln. Und ja, hups, würde ich mal sagen. Gedacht hätte ich mir auch anders. Und ich muss mir eine Sache jetzt erhoffen, dass mein Aufnahmegerät, Aufnahmeprogramm, mich nicht zu laut schaltet. Ansonsten muss ich das Ganze nochmal runterdrehen und ein bisschen umbauen. Aber ihr müsst mir verzeihen, das ist meine erste Aufnahme mit dem Shure SM7B. Wahrlich ein geiles Mikrofon, kostet auch den dementsprechenden Preis. Aber ich habe mir gedacht, das gönne ich mir jetzt für meine Let's Plays. Einfach weil ich mit dem, so geil auch das Rode NTR1 gut war, es entsprach nicht mehr dem, was ich gerne hätte. Ich wollte mich schon immer von der Stimme ein bisschen her verbessern. Und eine Sache ist halt, dass man ein dementsprechendes Mikrofon hat, wenn man nicht die Wände jetzt zukleistern kann mit bestimmten Sachen. Was passiert da? Nee, schon, alles okay aus. Ich glaube, das sind einfach von der Entfernung irgendwelche komischen Zeichen, die da passieren. Wir schauen jetzt, dass wir auf die circa 30.000 Kilometer kommen und dann machen wir den Drehbörden. Es ist, glaube ich, safer, wenn wir es so machen. Alter, die Stage hat 3000 MS. Ist klar. 3400. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ist das noch dieselbe Stage? Nee. Okay, 3, 2, 1. Decoupling. Das war knapp. Die fallen nicht schon wieder zusammen. Die werden sicher ineinander krachen. 30.000. Wir machen jetzt einen 45er Burn. Und ich hoffe, dass das diesmal gut klappt. Aber es schaut sehr, sehr gut wieder aus. Bremsen. Okay, die Rakete verwenden wir sicher nicht. Die müssen wir nochmal umbauen, wenn wir so ein System öfter verwenden wollen. Wir müssen eh mal ein Grundsystem bauen, mit dem wir ein paar Tonnen, ich schaue da wieder auf das Bier, ein paar Tonnen Richtung Mars schicken wollen, brauchen wir mal ein Grundsystem, mit dem wir arbeiten können, weil, ich würde gern wissen, dass die Rakete dorthin kommt, wo sie hin soll, und nicht nur hoffen, dass sie da hinkommt. Und das wäre natürlich schon mal eine mega, mega geile Sache.
Alter, ist ja gut, meine Fresse, ey. So, okay, wir setzen uns jetzt in einen 25er Grad Orbit, würde ich, Declination, würde ich sagen. Ach so. Aber wie gesagt, schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, was ihr von dem Musikvideo gehalten habt oder wie ihr es fandet. Denn ich würde gerne zwischendurch vielleicht noch so mal ein paar Videos machen. Vielleicht nicht unbedingt aus dem Let's Play direkt raus, aber halt so allgemein Kerbal-Videos wie Landungen am Mann oder sowas. Oder wirklich so die ersten Menschen an auf Duna. Ich tue außerdem weiter mein Modpack hier ein bisschen entwickeln. Ich habe jetzt wieder ein paar Mods rausgesucht, die ich mir anschauen werde, die das Ganze dann noch ein bisschen länger machen. Denn wir haben ja noch circa ein komplettes Jahr, bis KSP 2 rauskommt. Und bis dahin wird dieses Let's Play auch laufen. Bedeutet, wir werden irgendwann über 100 Raketen im Umlaufbahn haben. Leck mich am Arsch, das wird viel. So. Ich setze mich jetzt direkt in einen 45 Grad, weil, wie gesagt, die Stage ist eigentlich dafür da, den Descent zu machen, um die Rakete auf den dementsprechenden Weg zu kriegen. Alter, dieses Brommeln, was diese Rakete macht, das ist unangenehm, so oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht, aber es hört sich extrem unangenehm teilweise an. Ah, okay, jetzt hat sie aber nicht mehr unbedingt diese... Nee, warte mal, warst du nicht mit 3000 ms? Das war doch die Stage mit 3000 ms, oder? Ich habe auch den Decoupler wohl komplett falsch. Was habe ich denn da schon wieder angestellt? Der Decoupler gehört dahin. So 1000 ms, das müsste doch eigentlich reichen, oder? Damit wir diese Stage hier... Wie schaut es denn jetzt hier aus? Manöver. Alter, wir sind noch bei den minus fast 5000 Kilometer. 500 Kilometer. Oder sind 5000, oder? Nee, sind 500. So, ich werde jetzt hier mal so ein bisschen runterburnen. Das tut im Grunde unsere Geschwindigkeit nach vorne bremsen, aber soweit ich weiß, die Periapsis schneller anheben. Das sind so meine Erfahrungen bis jetzt. Ich weiß aber nicht, ob das so stimmt. Schauen wir mal, wie viel hat der 1,5er Speed hat der? Du hast einen 1,7er, also noch stärker geht es eigentlich gar nicht als die Stage. Aber langsam hebt sich der Periapsis auf. Wir haben aber nur noch 500 ms. Also könnte sehr, sehr knapp werden. Es ist eh nicht schlecht, wenn das Ganze ein bisschen hochkommt. Aber er sollte halt relativ flott hochkommen. Das wäre sehr, sehr praktisch. Nur noch 400, 350. Ah, scheiße. Also die Rakete hat ihren Spaß. Das kann ich schon mal so sagen. Aber der Sinn wäre auch was anderes. Ich tue dich jetzt wieder auf 90 Grad oder auf vertikal. Ich habe gleich den falschen Kopf echt verbaut. Das war eine scheiß Idee. So. Nope, hat nicht gereicht. Ja, meine Vögel sagen auch schon, dass das ein Scheiß ist. Au! Hoho! Was sind das für welche? Ich weiß gar nicht, welche ich da eingebaut habe. Schaut aber noch sehr, sehr fein an. Ja, die sind auch wieder so laut. Meine Fresse. Aber die sind oft zündbar. Das ist vorteilhaft wieder. Wir sind bei 30.000, 40.000, 50.000, 60.000. 70.000, wir sind in Orbit, 80.000, 90.000 und 100. Perfekt, so wollen wir das. So, dann werden wir jetzt erstmal die Fairing öffnen. Denn immerhin, obwohl rein theoretisch können wir die auch später öffnen, aber ich will keine Satellitenverbindung kappen müssen nachher, nur weil wir die Stage hier öffnen. Bedeutet, geh auf, mein Freund. RCS ist auch hier verbaut. Und jetzt wird die komplette untere Stage bereit gemacht für Sendungen. Die hat ja diese richtig tollen Antennen. Ich mag die ja sowas von nicht. Also die Antennen, also so praktisch sie auch sind, so weitläufig sie auch sind. Warum muss man an einen Stick vier von diesen Schüsseln hängen? Bau doch was Cooleres hin oder bau eine große Schüssel hin. Die hat wahrscheinlich sogar noch mehr Kraft. Und ja, ich sollte in Zukunft ein bisschen mehr mit Gruppen arbeiten.
So. Jetzt müssen wir halt hier schnell die ganzen wechseln. Zack. 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 Perfekt. Und die Rakete ist ready für ihren Descent. Wie viel? Alter. Die Vorstellung, dass wir so viele von diesen, also vier Satelliten in die Umlaufbahn von Duna schicken, ist ja schon irgendwie geil. So. Jetzt müssen wir aber schauen, wie wir die am besten... Also ich will so wenig wie möglich an Energie verbrauchen bei diesen Manövern. Bedeutet, ich versuche mit einem Orbit genau das hier zu verschaffen. Perfekt. Genau, wir machen hier eine Mannflucht. Warte mal, vielleicht können wir die noch ein bisschen verbessern. Es sind hier nur 600, die wir verbrauchen. Wir brauchen nur den richtigen Flugpunkt. So. Ach, leck mich doch. Jetzt haben wir einen zweiten Inclination Point, oder was? Das ist gar nicht mal so leicht, wie man sich das mal vorstellt. Ach, komm schon. Das gibt's doch gar nicht, dass das so schwer sein kann. Wenn ich dir ein bisschen mehr Boost gebe, doch jetzt etwas. Weil dann. Bisschen weniger. Weiß ich gar nicht, wenn ich hier jetzt oben zur. Also, es ist ja wirklich eine neue Erfahrung jetzt. Wenn wir hier oben beim Mann Boost geben, kommen wir dann weiter raus oder eher weniger? Wir lassen es mal so. Und stellen uns da darauf ein. Also in der nächsten Folge werden wir dann probieren, genau dieses Manöver auszuführen und versuchen damit sozusagen Richtung Duna vorzustoßen. Apropos, warte mal. Bevor wir jetzt diese Mission machen, sollte ich schauen, dass überhaupt die ganzen Raketen auf dem richtigen Manöver sind, weil, oder beziehungsweise die Duna am richtigen Fleck sitzt. Sitzt Duna am richtigen Fleck? Duna sitzt. Oh Gott. Bedeutet, ich kann das den Manöverpunkt erstmal wegpacken. Oh Gott, darf ich wieder reinscrollen? Darf ich wieder reinscrollen? So, okay. Manöverpunkt. Manöverpunkt. Huhu. Ich zoome nochmal rein. So. Und entfernen. Perfekt. So, dann würde ich sagen, ich tue jetzt in der Pause schnell vorspulen bis zur nächsten Sequenz, beziehungsweise wo du, Duna in der richtigen Position zu Kirby steht, und ich werde mich dann wieder melden und dann werden wir diesen Descent über den Mann machen und mal schauen, wie gut das funktioniert. Ich habe noch nie sowas probiert, so eine Beschleunigung über einen weiteren Planeten. Wir haben ja die passenden Antriebe dabei, bedeutet, könnte gut funktionieren, und wenn es funktioniert, haben wir auch genug Antrieb wahrscheinlich, um unsere Inclination alles anzupassen. Also, bis dann. Ciao!